Damit hallo und herzlich willkommen zurück, mein Name ist Pascal, weiter geht es mit der Gothic 2 Atari Edition. Wir machen uns jetzt mal auf zu den... zur Kneipe, zur Toten Harpie. Um die Flaschen Wein damit abzuliefern. Ich habe gerade mal überlegt, was ich denn eigentlich dafür krieg, wenn ich sage, okay, er hat mich übers Ohr gehauen, er gibt mir, glaube ich, Spruchrollen. Ich glaube, ich werde davor einfach mal abspeichern und mal schauen, welche Spruchrollen das genau sind, die er mir dann gibt. Und wenn sie mir nicht gefallen, dann werde ich mich nicht übers Ohr hauen lassen. Jetzt schauen wir mal. Du hast, glaube ich, noch eine Quest für mich. Hey! Genau, Sergio schickt mich. Sergio schickt mich. Ich habe seine Aufgabe übernommen. Also, was gibt's? Hier in der Gegend streift seit kurzer Zeit ein dunkler Wolf herum. Spüre ihn auf und erlege ihn. Das war wieder genau wie... Möge Innos allzeit über dich wachen. Das war genau wie bei den 1000 Goldstücken. Das ist wieder einfach so ganz kühl und emotionslos. Spüre ihn auf und erlege ihn. Das werden wir natürlich erledigen. Lieber Iskarot, der ist, glaube ich, hier irgendwo. Ich speichere mal ab. Ich meine, der steht hier jetzt irgendwo in der Ecke. Ja, da vorne sehe ich ihn schon. Oh, das sieht aber anders aus als vorher. Hä, hat der einen weißen Bauch oder hat der ein Hemd an? 100 EP, sehr schön. Nee, das ist ein weißer Bauch. Ja. Der ist immer noch so einfach wie vorher, das ist schön. Damit habe ich das Quest direkt auch erledigt. Wobei eigentlich finde ich so Speichern und Neuladen finde ich fast ein bisschen, fast schon cheaten. Einfach mal so gucken, okay, welche Spruchrollen sind es denn genau, die ihr mir gibt. Aber ich will es halt testen, weil wer weiß, welche... Ich schau trotzdem mal rein. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So, hallo, Orlan. Zeig mal, was du hast. Ich bringe den Wein aus dem Kloster. Ausgezeichnet. Darauf habe ich schon gewartet. Ich habe mit Meister Gorax den Preis schon ausgemacht. Ich gebe dir die 100 Goldmünzen direkt mit. Ja, von wegen. Willst du mich verarschen? Der Preis sind 240 Goldmünzen. So, Gorax hat dich wohl vorgewarnt, was? Gut, vielleicht kommen wir zwei ins Geschäft. Pass auf, ich gebe dir 100 Goldmünzen für den Wein. Du erzählst Gorax, dass ich dich über den Tisch gezogen habe und bekommst von mir 4 Spruchrollen. Ich kann ihn fragen, aber er sagt es mir, glaube ich, nicht. Was sind das für Spruchrollen? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht damit aus. Die sind von einem Gast, der hat sie hier vergessen. Ja, ja, von wegen. Ich bin ein treuer Diener Innos und sollte eigentlich dem rechtschaffenen Weg folgen, aber ich bin nun mal ein geborener Langfinger. Na, komm her. Okay, klingt gut. Gib mir die Spruchrollen. Hier sind die Spruchrollen und das Gold. Ich gucke jetzt mal kurz nach, ob es irgendwelche Spruchrollen ich jetzt im Inventar habe, die mir jetzt extrem auffallen würden. Das ist alles normal. Der Golem ist vielleicht neu. Meinst du, mir geht es besser? Der Rest ist eigentlich. Ich könnte mir so etwas. Zwei Feuerregen. Wieso habe ich denn zwei Feuerregen? Okay, den einen, den ich standardmäßig hatte, und den habe ich. Nee, der ist auch nicht. Interessiert mich nicht. Ach, egal. Ich meine auch, dass ich dem Gorax sagen kann, ja, ich habe die 240 Gold bekommen und dann muss ich die 140 Gold da drauflegen. Wobei es sein kann, dass ich da eventuell, dass es da einen Unterschied dann gibt bei den EP, die ich kriege. Aber das ist jetzt wurscht. Ich könnte mal wieder zu Innos bieten. Innos! Wenn ich schon mal hier bin. Innos dankt für dein Gebet. Jetzt habe ich aber nicht mal Innos Gunst bekommen. Nee, das lade ich neu. Sorry, 100 Goldmünzen gebe ich nicht einfach so aus, ohne was dafür zu kriegen. Wahrscheinlich geht es nur einmal pro Tag, denke ich mal. Ich habe mir nur gerade gedacht, dass ich vorhin geschlafen habe und das schon ein Tag dazwischen war. Aber... Sorry, Innos. Ich meine, du bist jetzt zwar mein Gott, zu dem ich mich erklärt habe, aber... 100 Gold schenke ich dir trotzdem nicht. Dafür will ich schon was haben. Gut, der schwarze Wolf ist erledigt. Das teilen wir doch am besten Iskarot direkt mal mit. Hey! Hier. Ich habe den Wolf erlegt.
Gute Arbeit, Novize. Du bist ein mutiger Mann. Doch nun geh wieder zurück ins Kloster und verrichte deine Arbeit. Gut, das werde ich definitiv erledigen. Vielleicht kann ich ja Sergio auch noch sagen, dass ich den Wolf umgehauen habe. Vielleicht kriege ich von ihm auch noch was. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, wir haben jetzt dann für die Magier schon so viel erledigt, dass ich den Schlüssel zur Bibliothek schon kriegen kann. Aber das sehe ich gleich. Dann kann ich nämlich direkt die Prüfung des Feuers fordern. Und dann trage ich auch bald schon eine ordentliche Magierrüstung und kann endlich die ersten paar Spruchrollen kriegen. Also nicht Spruchrollen, sondern Runensteine. Und aus den Runensteinen dann schöne Runen basteln. Die erste Feuerpfeilrune. Bald werde ich sie wieder angelegt haben. Gut, wo gehe ich zuerst hin? Am besten zu Gorax. Und regel das mit ihm. Hallo Gorax. Ich war bei Orlan. Und? Hast du die 240 Goldstücke bekommen? Ja. Ich habe das Gold bekommen. Ausgezeichnet. Du bist zu gebrauchen. Nimm diese Spruchrolle der Heilung als Belohnung. Und nun geh und widme dich anderen Arbeiten. Mach ich. Ich brauche ein paar Dinge. Schauen wir mal, was Neues hat. Ja, Goblin-Skelett. Ja, komm, ein, zwei Goblin-Skelette kann ich mir schon mal kaufen. Den hätte ich natürlich auch gern. Den Stab der Feuermagier. 20 Mana-Bonus. Wobei, momentan brauche ich mein Schwert noch. Den Stab kann ich dann anlegen, wenn ich so viel Mana und so gute Zauber habe, dass ich die Nahkampfwaffe nicht mehr brauche, weil eine Zweihandwaffe ist ziemlich schwerfällig. Jetzt schaue ich mal zu Sergio hin. Und Neoras muss ich sein Rezept noch zurückgeben. Kann ich ihm... Nee. Inos, erleuchte deinen Pfad. Ihm kann ich nichts vom Schwarzen Wolf sagen. Marduk kann ich, glaube ich, vom Gebet berichten, ja. Ich habe für die Paladine gebetet. Daran hast du gut getan. Nun geh und verrichte weiter deine Arbeiten. Das werde ich definitiv machen. Dann habe ich das erledigt. Palan hat, glaube ich, nichts für mich. Gorax auch nicht. Jetzt gebe ich noch das Rezept zurück. Und dann habe ich es auch, glaube ich, schon. Dann kann ich rein in die Bibliothek und die Prüfung des Feuers fordern. Hallo, Neoras. Hey, du. Wegen deines Rezepts. Wegen deinem Rezept. Ich habe es gefunden. Gut. Ich hatte schon befürchtet, es wäre verschollen. Hier, nimm diesen magischen Trank als Zeichen meines Dankes. Mana-Extrakt, naja. Besser als nix, aber für die Belohnung haben wir es ja nicht gemacht. Sondern, dass wir jetzt bei Palan prahlen können, dass wir den Magiern geholfen haben. Und dass wir bald die Feuermagierrobe tragen können. Gell, Palan? Dann das hätte ich dir vorher gib mir mal den Schlüssel. Bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Du hast Bruder Neoras die Feuernesseln besorgt? Du hast Neoras Rezept wiedergefunden. Den schwarzen Wolf, der den Schrein gefährdete, hast du besiegt. Es ist dir gelungen, vier Novizen zu finden und so die Kammern zu reinigen. Du hast die Nahrung gerecht an die Novizen verteilt, wie Bruder Gorax es dir aufgetragen hat. Du hast den Wein zu Gorax Zufriedenheit verkauft. Ja, du hast genug gearbeitet. Jetzt ist es Zeit, dass du die Lehren Inos studierst. Möglich ist alles. Sprich mit Meister Hyglas in der Bibliothek. Ich übergebe dir jetzt den Schlüssel. Vielen Dank. Das hätte ich dir vorher sagen können. Dann nichts wie rein. Kann ich jetzt vielleicht bei Opolos prahlen, dass ich den Schlüssel habe? Daran wird sich nie etwas ändern. Wegen der Bibliothek. Du Glücklicher hast den Schlüssel zur Bibliothek bekommen. Und dabei bist du erst kurze Zeit hier. Nutze die Chance und lerne aus den alten Schriften. Ja, ich wollte nur mal kurz prahlen, Opolos. Vielleicht lasse ich dich ja dann auch in die Bibliothek rein, wenn ich meinen Wunsch frei habe. So, wo ist denn Karras? Karras hat, glaube ich, ein Quest für mich. Das schaue ich mir gleich mal an. Hey, was kann ich für dich tun, Novize? Ich bin hier, um die Schriften zu lesen. Verstehe. Wenn du zwischen deinen langwierigen Studien mal Zeit haben solltest, komm zu mir. Ich hätte da noch eine Sache, für die ich einen verschwiegenen Novizen gebrauchen könnte. Da bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Du hast eine Aufgabe für mich? Ja, es geht um diesen verrückten Ignaz. Er lebt in Korinis und forscht an verschiedenen Tränken und Heilmitteln, aber auch an Zaubersprüchen.
Und gerade das bereitet mir Sorgen. Ich frage mich, ob seine Magie Innos gefällig ist. Um das zu prüfen, brauche ich einige seiner Spruchrollen. Ich will, dass du in die Stadt gehst und mir 3 Spruchrollen von ihm besorgst. Habe ich schon dabei. Aber zu niemandem ein Wort. Klar. Klar. Hier sind 150 Goldstücke. Das wird deine Auslagen wohl decken. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass eine Spruchrolle 100 Gold kostet. Aber das ist egal, mir geht's um die EP. Ich habe hier die Spruchrollen, die du wolltest. Gut gemacht, junger Freund. Jetzt wird es aber Zeit, dass du dich deinen Studien widmest. Und nimm diese Spruchrolle als Belohnung. Mich brauchst du das nicht. Wolf rufen, naja. Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Aber die stelle ich nur Angehörigen des Ordens zur Verfügung. Verdammt! Aber dich werde ich auf jeden Fall brauchen, weil ich habe richtig Lust auf Beschwörungen. Ich finde es cool, jemanden dabei zu haben. Hüglers, ich rede gleich mit dir. Ich lese mir jetzt erstmal die ganzen anderen Buchstände durch. Und guck mal, was es hier so gibt. Der zweite Kreis. Dann gibt es Feuerball, Eispfeil, Wolfrufen, Windfaust und Schlaf. Auf der rechten Seite steht, glaube ich, immer dasselbe. Okay, der zweite Kreis haut mich jetzt nicht so um. Wobei der Feuerball ist richtig nützlich. Licht, Feuerpfeil, Blitz. Goblin-Skelett erschaffen geht schon mit dem ersten Kreis. Das ist ja cool. Was haben wir noch so? Der dritte Kreis. Mittlere Wunden, kleiner Feuersturm. Oh, Skelett erschaffen. Eisblock, Kugelblitz. Das geht alles schon mit dem dritten Kreis. Cool. Was haben wir hier hinten noch? Oh, der dritte Kreis wird schön. Oh, das ist schon der letzte. Feuerregen, Todeshauch, Todeswelle am Meer der Finsternis. Ja, spätestens am sechsten Kreis ist dann sowieso alles dem Untergang geweiht, was mir in die Quere kommt. Beim fünften, ja, Eiswelle, Feuersturm, Dämon beschwören. Oh ja. Was haben wir hier noch? Das wird dann der vierte sein. Großer Feuerball, oh, Blitzschlag. Golem erwecken, Untote vernichten. Ja, da kommen schöne Zeiten auf mich zu. So, hier kommt der interessante Text. Die Prüfung des Feuers. So ein Novize nicht erwählt ist, mag es sein, dass er trotzdem lieber sich der Prüfung der Magie zu unterwerfen. Ja, das werde ich machen. So ist es Innos Wille und so soll es geschehen, der Hohe Rat. Ja, ich kann die Prüfung des Feuers fordern, obwohl ich nicht erwählt bin. Ich bin auch nicht erwählt, aber ich werde die Prüfung des Feuers jetzt fordern. Und dann geht's mit riesig großen Schritten auf so eine schöne Robe zu, wie sie Palan hier gerade trägt. Das habe ich früher auch immer gesagt. Und dann gibt's endlich die dicken Zauber. Kann ich mich endlich mit diesen ganzen kleinen Viechern anlegen, ohne die jedes Mal speichern zu müssen. So, Pyruka, ich habe ein Anliegen. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Du weißt, du willst die Prüfung des Feuers ablegen? Ja, ich berufe mich auf das Gesetz des Feuers, das besagt... Wir kennen das Gesetz des Feuers. Wir sahen auch viele Novizen bei der Prüfung sterben. Diese Entscheidung hast du nicht reiflich überlegt. Doch, das habe ich. Ich will die Prüfung. Und ich werde sie bestehen. Wenn du ausdrücklich darauf bestehst, dann wird der Hohe Rat dich vor die Prüfung stellen. Ich bestehe darauf, dass mir die Prüfung des Feuers gestellt wird. Dann soll es sein. Wenn du bereit bist, wird dir jeder Magier aus dem Hohen Rat eine Prüfung stellen, die du erfüllen musst. Möge Innos sich deiner Seele erbarmen. Dann darfst du direkt anfangen. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Und nur Innos alleine weiß, ob du sie auch bestehen wirst. Du wirst jene Prüfung ablegen, die auch die erwählten Novizen bestehen müssen. Die Prüfung der Magie. Du weißt ja sicherlich, dass nur einer der Novizen die Prüfung bestehen kann. Verstehe. Wer sind denn meine Konkurrenten? Innos hat in seiner Weisheit 3 Novizen erwählt, die ebenfalls diese Prüfung zu bestehen haben. Argon, Igaraz und Ulf. Sie haben bereits die Suche begonnen. Doch genug davon. Höre die Worte der Prüfung. Folge den Zeichen Innos
und bringe uns das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Diesen Schlüssel wirst du brauchen. Wir haben dem nichts weiter hinzuzufügen. Ich könnte ihn natürlich noch fragen, aber dann wird er nur sagen, dass ich das selbst herausfinden muss. Also werde ich gar nicht weiter nachhaken. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. So, du willst es also wissen. Nur ein mutiger Novize fordert die Prüfung. Aber Mut ist nicht alles, was du brauchst. Bist du auch schlau genug, die Prüfung zu bestehen? Bist du stark genug, gegen die Gefahren anzutreten, die auf dich warten? Falls nicht, wirst du dafür mit deinem Leben bezahlen. Also höre nun deine Prüfung. Suche am Platz der Steine den, der nicht geboren, finde ihn, der einst gerufen. Bezwinge den, der nicht bezwungen werden kann. Messe dich mit dem lebenden Fels, kämpfe mit dem niemals sterbenden Stein und zerstöre ihn. Muss ich ihn gar nicht fragen, auch er gibt mir keine weiteren Hinweise. Oder vielleicht gibt er mir sogar einen. Nee, wobei, ich frage ihn lieber nicht. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Es verwundert mich nicht, dass du das alte Gesetz kennst. Aber ich schätze, du hast keine Ahnung, auf was du dich eingelassen hast. Bedenke, dass ein ungeduldiger Geist nicht vor der Prüfung des Feuers bestehen wird. Es ist lange her, dass diese Prüfung abgelegt wurde. Und es gibt nur einen Mann, der sie je überlebt und auch bestanden hat. Damals war er noch ein junger, aufstrebender Novize. Heute hat er längst seinen Platz im Hohen Rat gefunden. Ich spreche von Serpentes. Er wird nicht mehr lange der Einzige sein, der die Prüfung bestanden hat. Dann will ich dich nicht länger warten lassen. Höre meine Prüfung an dich. Erschaffe eine Feuerpfeilrune. Das ist alles. Möge Innos dir beistehen. Ja, klingt leicht, aber der Runenstein, also die Materialien, haben es in sich. Hey, hast du tatsächlich die Prüfung des Feuers gefordert? Ja, und ich habe vor, sie zu bestehen. Gut. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ich kann dir eine sehr nützliche Spruchrolle geben. Einen Schlafzauber. Interessiert? Das ist doch nichts Neues. Was willst du dafür? Jedem Magier steht bei der Aufnahme ein Wunsch zu. Und wenn du tatsächlich die Prüfung des Feuers bestehst, dann kannst du dich dafür einsetzen, dass ich im Kloster bleiben darf. Das liegt doch auf der Hand. Naja. Ich meine, er tut mir schon leid, aber im Endeffekt finde ich, ich werde lieber Babu in den Kräutergarten schicken. Das passt, finde ich, einfach besser. Weil sonst habe ich Dyrian hier rumlungern und das Kloster hat einen größeren Nutzen, wenn Babu in den Kräutergarten geht. Also, nein. Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du es dir anders überlegen solltest. Ich verstehe ihn ja. Ich meine, ich kann mir auch den Schlafzauber nehmen und dann mich trotzdem für wen anders entscheiden, aber nee. Dyrian tut mir schon ein bisschen leid. Ich schlafe jetzt nur einmal, bis es nur Morgengrauen wird, weil ich nicht in der Nacht losziehen will. Wobei, ich hole mir erstmal den Heiligen Hammer. Das allererste Mal, als ich Gothic gespielt habe, habe ich diese Prüfung des Feuers nie geschafft. Weil ich bin niemals auf die Idee gekommen, hier unten, dass ich diesen Hammer brauche. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie lange das gedauert hat, bis ich das allererste Mal diese Prüfung geschafft habe. Ich hoffe, ich habe noch einen Schlafzauber. Da sind noch vergessen. Ja, hier ist Schlaf. So. Tut mir leid, Garvik. Abgesehen davon, du hast mir erzählt, dass du nie schläfst. Also kannst du eine kleine Auszeit wirklich gut gebrauchen. Den nehme ich mit, den werde ich nämlich brauchen. Ich verstehe auch eine Sache, ehrlich gesagt, nicht, weil Novizen werden erwählt und dann machen die diese Prüfung des Feuers und wenn sie die bestehen, dann werden sie zu Magiern. Aber wenn ich nach der Prüfung des Feuers frage, wird auf einmal so eine riesige Sache draus gemacht. Weil es stehen ja hier viele Feuermagier rum. Hier zum Beispiel Palan und
Gorax und was weiß ich noch alles. Das heißt, die haben auch alle die Prüfung geschafft. Das heißt, wenn die Leute, die erwählt sind, und ich, der die Prüfung gefordert habe, eh die gleiche Aufgabe haben oder die gleiche Prüfung, weiß ich nicht, was da der große Unterschied ist. Und dann verstehe ich auch nicht, warum Serpentis der Einzige gewesen sein soll, der das je geschafft hat, weil wenn die Erwählten genau die gleiche Prüfung machen müssen, dann haben das doch schon mehrere Leute geschafft. Oder vielleicht wurden die halt alle erwählt und ich bin der Einzige, der sie gefordert hat. Und vielleicht ist da der einzige Unterschied drin. Aber trotzdem verwirrt es mich ein bisschen. Ja. Jetzt habe ich überlegt, ich könnte natürlich auch... Ich hätte den ganz normalen Weg runterlaufen können und dann sozusagen den Weg außenrum nehmen können. Und da wäre ich auch, glaube ich, einem Novizen begegnet, mit dem ich reden hätte können. Der hat mir aber, glaube ich, eh nicht viel zu sagen. Der sagt nur, keine Ahnung, ich schaue mich nur ein bisschen um. Und auf dem Rückweg muss ich eh nochmal bei ihm vorbei. Also so gesehen verpasse ich eigentlich nichts. Oh, hier konnte ich ja kurz laufen. Ach ja. Hier komme ich, glaube ich, nirgendwo hoch. Nee, da komme ich nicht hoch. Weil mit Laufen wäre ich ein bisschen schneller. Von daher verwirrt mich das ein bisschen mit dieser Prüfung des Feuers. Und wie gesagt, vielleicht ist der einzige Unterschied wirklich nur, dass ich jetzt der Erste bin. Oder nach Serpentens. Oder Serpentes. Der Einzige bin, der die Prüfung gefordert hat und die anderen wurden irgendwie alle erwählt oder so. Aber gut, mir soll es recht sein. Ich habe die Prüfung gekriegt und ich werde sie auch bestehen. So viel ist sicher. Ein paar Leute stellen sich mir in den Weg, aber das hätten sie lieber nicht machen sollen. Ja, da unten ist noch ein Lurker, aber den lasse ich stehen, weil das sind eh noch die beiden Schattenläufer in der Höhle. Das heißt, ich muss da eh nochmal hin. Ich habe also nichts verloren, wenn ich den mal hier leben lasse. So, hier müsste jetzt der magische Golem sein. Genau, da oben ist er. Der hat mich jetzt immer umgehauen. Ganz am Anfang, wo ich Gothic angefangen habe. Wo ist er denn, der heilige Hammer? Da ist er. Soweit ich weiß, stirbt er zwar mit einem Schlag, aber ich auch. Das heißt, wenn er mich zuerst trifft, dann falle ich jetzt tot um. Aha, das war's schon. Ich kriege ja nicht mal EP. Herz eines Steins. Ah, ich habe ja schon. Ja, ich habe ja Herzen eben schon gelernt. Schön, schön. So, vielen Dank für deine Hilfe, lieber magischer Hammer, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ja, das war, wie heißt der, Garvil oder so? Derjenige, der den Hammer da beschützt hat, der hat ja gesagt, dass Roba einst mit diesem Hammer das die magischen, unbesiegbaren Steinwesen zerstört hat. Dasselbe habe ich jetzt auch getan. Schön, oder? Wie sich das, die Sonne da unten spiegelt. Ach ja. Degenerated und sein DirectX11-Renderer. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Gut, jetzt rede ich mal mit ihm. Ich weiß nicht, ob das schon jemand ist, der mir jetzt auch aufs Maul geben will. Hey, weißt du, was passiert ist? Du bist erwählt worden. Richtig. Gerade eben will ich noch einen kühlen Schluck Bier zu mir nehmen. Da biegt Daron um die Ecke und erläutert mir, dass ich erwählt bin. Wer hätte das gedacht? Innos Wille ist halt unergründlich. Und was führt dich her? Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Nicht möglich. Junge, du bist aber verdammt mutig. Heißt das, du suchst auch das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet? So sieht's aus. Hast du schon was rausgefunden? Naja, ich bin einfach mal Argon gefolgt. Aber inzwischen habe ich ihn verloren. Und jetzt? Wie hieß es noch? Folge den Zeichen Innos. Aber das mit dem Pfad verstehe ich nicht. Was soll's, ich such mal weiter. Ja, ich glaube, jetzt folgt er mir. Aber das soll er ruhig machen. Ja, der folgt mir. Aber ich habe da nichts dagegen. Soweit ich weiß, suche das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Ich habe das so verstanden, nachdem ich das endlich mal gefunden habe, die Höhle hier ganz am Schluss des Pfades, dass diese Brücke, die auf das Kloster zugeht, sozusagen der Weg ist. Und was man dann hinter dem Pfad findet, also die Brücke ist der Pfad und was man hinter dem Pfad findet, da muss ich halt suchen. Das heißt, ich muss hinter dem Kloster suchen. So habe ich das dann verstanden. Jetzt spreche ich ihn erstmal an, einfach nur mal, um ein bisschen Dialog zu hören. Folgst du mir etwa? Quatsch. Ich gehe nur zufällig den gleichen Weg wie du.
Ja, ja. Ja gut, ich habe kein Problem damit, wenn er mir folgt. Soweit ich weiß, muss ich ihn sowieso umhauen. Weil wenn ich jetzt sage, dass er aufhören soll, mir zu folgen, dann stellt er sich, glaube ich, dahin, wo ich ihn gerade gefunden habe. Und will mich umhauen, wenn ich dann an ihm vorbeikomme wieder, auf dem Weg zurück. Und wenn ich ihn bis ganz hinter mit halt in die Höhle reinnehme, dann sagt er, glaube ich, dasselbe. Schauen wir mal. Gegen ihn kämpfen muss ich, glaube ich, so oder so. Wobei er sagt noch extra dazu, ja, es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Also ihm tut sogar, glaube ich, wirklich leid. Ich gehe jetzt mal links rum anstatt rechts rum, weil rechts ist immer noch dieser Bluthund, glaube ich, ist das. Und solange ich hier keine... Nee, solange ich hier keine dicken Zauber habe und da ist mir das zu heiß. Ich will auch nicht, dass Ulf stirbt, weil wenn er von diesem Bluthund da getötet wird, dann kriege ich halt keine EP dafür. Ich könnte es natürlich mal versuchen, jetzt sind wir zumindest zu zweit. Nein. Weil wenn er dann im Endeffekt doch zu stark ist, dann hat sich das erledigt. Es kann sein, dass Ulf jetzt den Lurker gleich angreift. Das heißt, ich speichere lieber mal ab, nicht, dass der jetzt da hochsprintet und sterben geht. Und noch scheint er mir zu folgen. Ich kenne den Dialog auch gar nicht. Was Ulf jetzt sagt, wenn wir jetzt dann angekommen sind, weil ich ihn sonst immer gesagt habe, dass er aufhören soll, mir zu folgen. Das heißt, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich einen neuen Dialog entdecken. Ich könnte ja mit Ulf hinter zum Troll gehen. Kann ich eigentlich Grimbald auf die Novizen ansprechen? Nee. Ich dachte, vielleicht hat er gesagt, ja. Oder man hätte ihn fragen können, ob er jemanden gesehen hat. Und dann sagt er vielleicht, ja, ich habe jemanden gesehen. Die sind gerade hier vorbeigelaufen. Du folgst mir noch? Ja, du bist noch da. Dann gehen wir mal weiter. So, hier musst du etwas springen. Ja, er ist drüber. Weiter geht's. Ja, ich habe den ganzen Weg schon freigeräumt. Keine Ratten mehr da, keine Minecrawler in der Höhle, nichts. Alles perfekt vorbereitet. Irgendwann, schätze ich, würde er mich ansprechen. Ich glaube nicht, dass er mit mir bis rein geht. Irgendwann wird er mich entweder ansprechen oder er wartet tatsächlich bis ganz zum Schluss, bis ich Argon umgehauen habe. Und sagt dann, dass er mich angreifen muss. Irgendwas von wegen der Wille, Magier zu werden, ist stark in mir oder sowas, sagt er. Und dann gibt's, glaube ich, auf die Nuss. Na gut, wir werden es gleich rausfinden. Bist du da? Ja, du bist da. Ja, bald kann ich mir meine eigenen Begleiter beschwören. Ja, da steht er schon, Argon. Gut, wir sind da, Ulf. Hast du ja den richtigen ausgesucht, um ihm zu folgen. So, Argon. Du kommst zu spät. Ich war zuerst hier. Ich habe gewonnen. Tja, leider nicht. Nur wenn du hier lebend rauskommst. Willst du mich töten? Das wird dir nicht gelingen. Mein Gott. Mein Gott, ein Kampf. Ja, er hier rechts neben mir wird der Nächste sein, der mich angreift. Oh, jetzt hätte ich fast wieder draufgekriegt. Ja, Kampfstab, Argon, das liegt einfach daran, dass du mit so einem gammligen Kampfstab kämpfst. Autsch. Ja, ich war wieder in der Vorwärtsanimation festgesteckt. Da kriege ich immer eine drauf, wenn das passiert. So. Kampfstab. Kann ich Ulf jetzt eigentlich auch schon auf das ansprechen? Nee. Ja, sobald ich die Truhe aufmache, wird er mich angreifen. Schätze ich mal. Runenstein. So sieht man sich wieder. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich glaube, der Wunsch, Magier zu sein, ist stark in mir. Oh Mann, tu das nicht. Ich habe keine Wahl. Das Leben als Novize ist nichts für mich. Ich muss einfach Magier werden. Dann wird alles gut für mich. Und jetzt werde ich mir das nehmen, was mir zusteht. Hast du noch was zu sagen, bevor es zu Ende geht? Ehrlich gesagt, habe ich noch was zu sagen. Guck mal da hinter ihm. In diesem blauen Strahl sieht man wie so Illusionen von ihm. Das sieht ja endgeil aus. Wie als
Es ist cool. Ja, das war das, was ich zu sagen hatte. Kommen wir zur Sache. Ich muss noch zum Kloster. Lass es sein. Ja, komm, gehen wir was zum Rauchen. Hast du was zu rauchen? Du hast Glück. Ich habe tatsächlich was dabei. Jetzt zieht er sich echt noch einen durch. Das war jetzt vielleicht nicht so klug. Was machst du denn da mit dem Schwert? Achtung. Bringen wir es hinter uns. Ja. Jetzt muss ich dicht gegen Ulf kämpfen. Ja gut, der sollte nicht so hart sein, weil der schlägt wieder nur einmal zu. Es war ganz wichtig, dass ich jetzt vorher noch was geraucht habe. Na komm her, Ulf. Autsch. Ich glaube, der letzte ist Igaratz. Der letzte erwählte, der greift mich aber, glaube ich, gar nicht an. Tja. Hättest du dich mal nicht mit mir angelegt. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob ich den Runenstein auch wirklich gelootet habe. Und die Truhe will ich auch nicht so offen stehen lassen. Okay, da habe ich jetzt überhaupt gar kein Lootfenster gesehen auf der linken Seite. Die Truhe habe ich vielleicht also kaputt gelootet. Schaue ich mal rein. Runenstein, da ist er. Ja, dann ab zurück, bevor es dunkel wird. Das wird jetzt genau derselbe Weg wieder zurück. Und unterwegs überlege ich mal, weil es gibt ja Igaratz Truhe im Kloster. Und die würde ich gerne aufmachen. Da komme ich aber nur mit seinem Schlüssel ran, dem ich ihn, glaube ich, klauen könnte. Aber ich habe keinen Taschendiebstahl. Also muss ich Igaratz eventuell... Ich will ihn nicht töten. Wenn ich es nicht muss. Ich könnte ihn umhauen und dann seinen Schlüssel einfach looten. Aber hier könnte ich jetzt erstmal runterspringen. Ich will ihn nicht umhauen, weil ich meine, dass er stirbt, wenn ich ihn umhaue. Also ich kann ihn nicht umhauen, sodass er danach wieder aufsteht und sagt, ach, darüber reden wir noch. Sondern ich glaube, wenn ich ihn umhaue, stirbt er auch. Und das mache ich lieber erstmal nicht. Wer weiß, wofür ich den noch brauche. Und als Wunsch, ja, wenn ich Magier werde, werde ich Babo wohl den Kräutergarten geben. Das ist fürs Kloster einfach das Beste. Weil Feuernesselzucht, wenn er sich da so gut auskennt und das Kloster braucht Feuernesseln. Halt, da war noch was. Heilpflanze. Also werde ich ihn in den Kräutergarten schicken. Da war auch noch irgendeine Pflanze. Feuerwurzel, ja. Ja, früher habe ich mich über Feuerwurzeln gefreut, aber jetzt, da ich weiß, dass ich Grundstöckel brauche, naja. Habe ich genug Feuerwurzeln. Gut, dann gehen wir mal weiter zurück. Könnte ich über die Teleporter gehen? Ist das schneller? Nee, bis ich da reingelaufen bin. Nee. Nö, ich laufe den normalen Weg. Kann ich ein bisschen die Umgebung genießen? Hier ist es ja, hier ist es schön. Weil Igaratz will ich nicht töten. Es kann sein, dass ich ihn noch brauche für die Quest mit seiner Truhe. Weil ich meine, da sind irgendwelche aufreizenden Bilder oder sowas drin. Und es kann sein, dass ich da Igaratz dafür noch brauche. Ich weiß aber gar nicht, da er die Prüfung des Feuers ja jetzt auch nicht schafft, da ich sie ja schaffe, kann es sein, dass er gar nicht mehr zurückkommt ins Kloster. Und ich glaube, der bleibt in einer Taverne und besauft sich da oder so. Also eventuell sollte ich ihn vielleicht gleich umhauen. Ah nee, ich lasse ihn mal im Leben. Außer er greift mich an, dann ist es was anderes. Dann tut's mir leid um das Quest, falls ich es dann dadurch was... Da liegt doch noch was. Dann tut's mir leid um das Quest, falls ich es dann irgendwie nicht beenden kann oder so. Das mit seiner Truhe. Ah, dann hau ich ihn um. Ich gehe mal zu ihm hin und red mal mit ihm. Der wird mit Sicherheit erwähnen, dass ich das Quest geschafft habe. Und dann schauen wir mal, wie er reagiert. Also hängt alles weitere von ihm ab. Persönlich würde ich ihn nicht töten. Wobei er schon ein bisschen hochnäsig war, als ich ihn im Kloster getroffen habe und kennengelernt habe. Aber dafür hat er den Tod noch nicht verdient. Aber schauen wir mal. Ich kann von hier aus fast schon bis zur Taverne sehen. Also muss ich aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen irgendwo runterfall.
Genau, diese kleinen Kanten können nämlich ganz schön gefährlich werden. Weil sehr hohe Höhen überlebe ich nicht, wenn ich von so einer Kante aus Versehen abrutsche. Dann kann ich vielleicht einen Meter runterfallen oder so und das tötet mich schon fast. Ich könnte hier mal ein bisschen noch durchlaufen, ein bisschen zickzack. Schauen, ob hier noch an den Bäumen oder sowas liegt. Weil hier bin ich ja recht schnell durchgelaufen, als ich mit Laris hier war. Vielleicht liegt hier noch was. Und ich muss gucken, dass ich nicht an Igaratz vorbeilaufe, der hier auf dem Weg, glaube ich, irgendwo ist. Ah ne, der steht, glaube ich, erst da vorne, wo wieder das normale Gras losgeht. Zu Inners könnte ich beten. Da muss man dran denken, wenn ich jetzt an der Statue vorbeilaufe, haue ich mal wieder 100 Gold für Inners raus. Beziehungsweise ich speichere davor wieder, weil ich will nicht wieder 100 Gold in den Sand setzen. Ja gut, was heißt wieder? Ich habe es ja nicht abgespeichert. Hallo, Dragomir. Wobei, vielleicht hast du noch einen Dialog zu den Novizen, dann würde ich den nämlich gerne hören. Nee. Ich dachte, man hätte ihn vielleicht fragen können, hast du hier Novizen vorbeikommen sehen? Okay, Igaratz, mal schauen, was du vorhast. Hey, warte mal. Wir müssen reden. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe jahrelang auf diese Prüfung gewartet. Oh Mann. Innos ist bei mir und ich muss diese Prüfung bestehen. Das kommt mir bekannt vor. Genug gequatscht. Ich brauche das, was du gefunden hast. Also Zeit für dich zu sterben. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Sowas in der Art dachte ich mir fast. Ja gut, Igaratz, wie gesagt. Du warst am Anfang eh ein bisschen hochnäsig, also von daher... Hast du es schon verdient. Apfel. Da ist ein Truhenschlüssel, glaube ich. Genau, Truhenschlüssel von Igaratz. Ja, gut. Hab's ja schon gesagt, Igaratz. Ich hätte dich nicht getötet, aber du wolltest es ja nicht anders. So, jetzt verjubel ich mal 100 Goldstücke hier bei Innos. Hallo, Innos. Innos! 21 Gunst, schauen wir mal. Ja, 24. Ich weiß, ich habe mir das System gar nicht durchgelesen, wie die Gunst genau funktioniert. Das will ich auch gar nicht wissen, weil ich finde es einfach selbst raus. Ich bete einfach mal so lange und irgendwann wird schon irgendwas passieren. Ich werde dann auch mal, wenn ich richtig viel Gold habe, mal zu Adanos dann beten. Dann gehe ich zu Vatras und bete da mal. Und dann schaue ich mal, was da passiert. Aber jetzt bete ich erstmal zu Innos. Das ist schließlich mein Gott. Ich denke mal, ich werde irgendwann Mana-Bonus oder so kriegen. Vielleicht mal. Vielleicht kriege ich ja ein bisschen was von dem Gold zurück. Aber ich glaube, nur Belia gibt einem Gold. Weil im Normalspiel war es, glaube ich, so, da konnte man irgendwie 10 HP wegbeten, sozusagen. Seine eigenen HP opfern und hat dafür irgendwie 500 Gold oder so gekriegt. Aber das ist mir ehrlich gesagt nicht wert, weil Gold habe ich irgendwann eh mal genug und da behalte ich lieber die 10 HP. Gell, Pedro? Siehst du ähnlich. Gut, dann habe ich alles halt... Ich habe noch nicht alles geschaffen. Ich muss noch eine... Rune erschaffen. Ach Moment, das muss mir irgendjemand beibringen. Glaube ich. Ja, das muss mir jemand beibringen. Hey, du. Machst du das, Hüglers? Ich bin Meister Hüglers. Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Es ist dir also von Meister Palan gestattet worden, die Schriften zu studieren. Dann ist es jetzt an dir, genau das zu tun. Lerne, auf dass du Erleuchtung in der Schrift findest. Ich habe ja noch gar nicht mit dem gesprochen, fällt mir auf. Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Ulta hat mir die Aufgabe gestellt, eine Feuerpfeilrune zu erschaffen. Und jetzt willst du, dass ich dir die Formel beibringe? Ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffen soll. Gut, ich bringe dir die Formel bei, aber erst, wenn du alle Rohstoffe dafür besorgt hast. Ich müsste eigentlich alles haben. Welche Rohstoffe brauche ich für eine Feuerpfeilrune? Lies es nach. Es steht in den Büchern. Ah, ich werde keine Spruchrolle haben, fällt mir gerade auf. Ich werde keine Spruchrolle haben, weil ich dachte mir, ich müsste eigentlich alles haben, weil ich glaube irgendwie ein Schwefel oder so. Ich meine, ich könnte es natürlich jetzt nachlesen. Aber ich weiß, dass ich eine Spruchrolle brauche. Ich brauche ein paar Dinge. Boah, gelacht hätte ich jetzt, wenn er jetzt keine Feuerpfeil-Spruchrolle gehabt hätte. Dann hätte ich jetzt in die Stadt zurücklaufen müssen oder so. Ist er nicht darauf gekommen. das wäre bitter gewesen. Möglich ist alles. So, jetzt habe ich aber mit Sicherheit alles.
Hey. Also Hyglas, dann lass mal hören. Lehre mich, die Rune Feuerpfeil zu erschaffen. Um eine Feuerpfeilrune zu erschaffen, musst du am Runentisch den Schwefel mit dem Runenstein verbinden. Die Kraft der Spruchrolle des Feuerpfeils wird in die Rune einfließen und du besitzt ein Werkzeug Innos. Wenn du also alle Rohstoffe besitzt, gehe zum Runentisch und du kannst die Rune erschaffen. Vielen Dank, das werde ich machen. Dann gehen wir... Ich hoffe, ich habe eine Zange. Ja, ich habe eine Zange. Zack. Runenkreis 1, Feuerpfeil. Rune hergestellt. So schnell kann es gehen. Anlegen kann ich sie noch nicht, weil ich noch in keinen Kreis der Magie unterrichtet worden bin. Das wird Palan in einigen Minuten erledigen. So, schon bin ich wieder zurück. Das hat nicht besonders lang gedauert. Bevor ich mit denen spreche, mache ich einen kurzen Cut. Danach werden wir eine Feuermagierrobe tragen. Sehr lange waren wir kein Novize. Aber das werden wir im nächsten Part sehen. Ich mache hier einen kurzen Break, dann sehen wir uns gleich wieder, holen uns unsere Feuermagierrobe und dann geht's richtig los. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.